Die Ausstellung ist nun in der Nationalgalerie in Sarajevo zu sehen. The Garden of Delights, der Garten der Freuden. Herzstück ist ein Triptychon aus Stein. Links das Paradies, ein altes Paar. Rechts die Hölle, ohne Menschen, nur Maschinen. Dazwischen die Gegenwart. Über 100 Grabsteinmotive mit idealisierten Porträts. Auffallend die Vielfalt, darin aber auch die Gegensätze. Hier prallen Klassen und Religionen aufeinander. Hier geschieht der Zusammenprall auf vielen Ebenen. Die unterschiedlichen Einflüsse und Wünsche sind Teil unserer Realität. Deshalb denke ich, dass diese Arbeit die Identität dieser Region abbildet. Ein Garten ist nur schön, wenn verschiedene Blumen blühen. Liebe Freunde, was würdet ihr gern im Pavillon von Bosnien-Herzegowina in Venedig sehen? Diese Frage stellte der Künstler im Vorfeld der Biennale. Die SMS-Antworten sind in Stein graviert. Wie schwer er an all den Wünschen und Erwartungen seines Landes trägt, das demonstrierte Miljanovic an der Eröffnung, den Stein in den Händen tragend. Zeigt die schöne Landschaft von Bosnien. Zeigt die schöne Seite von uns. Die Leute reden von gutem Essen und Trinken. Hauptsache keine Politik, nichts mit Ethnien, nichts mit Krieg. Doch auf den Grabsteinen ist das Militär sehr präsent. Das steckt tief in der Gesellschaft drin. Aber da geht es nicht nur um Gewalt und Konflikt, sondern auch um Tradition. Mein Urgroßvater war in der preußischen Front, er war ein österreichisch-ungarischer Soldat. Mein Großvater war Partisan im Zweiten Weltkrieg. Mein Vater war im letzten Krieg. Dann war es an mir. Was würde ich sein? Der bosnische Serbe Miljanovic war selber Soldat. Hier in Banja Luka, der Hauptstadt der Serbischen Republik Bosniens. Heute unterrichtet der Sohn eines Arbeiters Kunststudierende in einer ehemaligen Militärkaserne. Hier hielt auch Radovan Karadzic Reden. Für den Optimisten ist die Umnutzung des Gebäudes Zeichen, dass Veränderungen zum Besseren möglich sind. Aber nur ganz starke Wünsche, davon ist er überzeugt, können Realität werden. Mein größter Wunsch für Bosnien oder eher für die Menschen, die hier leben, dass sie sich über ihre eigenen Wünsche klar werden und über bessere Lebensbedingungen nachdenken. Dass sie ihr Leben nicht nach politisch-ideologischer Befriedigung ausrichten, sondern nach persönlicher. An diesem Ort wird klar, Tradition und freies Denken schließen sich nicht aus.